Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rock of Ages 3. Wir sind immer noch im Mongolischen Reich und da steht ein Zeitrennen noch an. 3, 2, 1. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Zeitrennen sind wirklich meine Achillesferse hier in dem Spiel. Ich bin da echt nicht so der Babo drin. Merkt man, glaube ich. Ich hoffe nur, dass ich dieses Mal nicht so oft das versuchen muss. Aber das werden wir gleich sehen. Ich habe auch gar nicht mitgekriegt, also ich habe gar nicht aufgepasst, was für eine Zeit ich brauche, um Gold zu erreichen. Aber es wird sich dann ja wohl zeigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es besser ist, wenn ich hier drüber gehe. Ja! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Das war... Hey, der Witzker, ich hab's geschafft. Wo geht's denn überhaupt hier lang? Da unten geht's lang. Zack. Schön hier drüber hüpfen. Oh, nee, ich hab gerade überlegt, ob man auch da runter hüpfen könnte, aber ich fürchte es nicht. Das wäre ziemlich mies, wenn man da hätte runter hüpfen können und ich hab's nicht geschafft. Aber bitte sag mir, dass wir Gold haben. Bitte sag mir, dass wir Gold haben. Bitte, bitte, bitte. Und? Ja, wir haben Gold. Gut, machen wir das Skiball-Spiel. It's Skiball-Time. Wir nehmen wieder den guten alten Felsen der Zeitalter. Mit dem sind wir bisher immer richtig gut gefahren. Der hat anscheinend den Metallball. Sehr interessant. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, solche kleinen Ziele mitzunehmen. Denn ohne die kriegen wir keine Punkte. Und ohne Punkte kriegen wir auch keine Multiplikation. Oh, lol. Da ist ja die Strecke mal ganz kurvig. Dieses andere. Oh, die Spitzen, da siehst du auch einfach nicht, ne? Diese Gitterzäune da. Da muss ich ein bisschen langsamer um die Kurven fahren hier. Sonst wird das halt nichts. Aber da hinten habe ich, glaube ich, gerade eben schon das Ziel gesehen. Gucken, hier enge Kurve. Das ist aber eine sehr kurvige Strecke. Es gefällt mir nicht so gut tatsächlich. Ich bin nicht so der Fan von diesen kurvigen Strecken. Also mit so, vor allen Dingen mit so wenig Fläche, dass du da einfach runterfällst, wenn du damit viel zu viel Karacho ankommst. Was heißt viel zu viel? Du fällst ja auch schon mit einem bisschen Karacho runter, so wie jetzt gerade, ne? Das ist schon mies. Der Gegner ist aber scheinbar noch nicht da. Aber davon darf ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich muss... Oh, ich glaube, das war gerade sauknapp. Ich habe den Gegner schon gehört, wenn ich mich nicht gerade verhört habe. Aber egal, wir haben diese Runde gewonnen. Nächste Runde müssen wir mehr Punkte sammeln. Und wir müssen dran denken, dass wir in den 5er oder 6er Multiplikator reinkommen. So, jetzt aber 5er, komm. 5er. Ja, das war der 5er, nice. Ja, gut, 2. Stern ist safe. Jetzt müssen wir das Ding nur noch gewinnen. Der darf halt keine Punkte mehr sammeln. Also zumindest nicht mehr als wir. Komm, wir müssen das Ding einfach nur noch nach Hause bringen. Und zwar, ja, 3er Multiplikator nehmen wir. Wir haben gewonnen, wir haben 2 Sterne. Alles wunderbar, weiter geht's. Dann würde ich mal sagen, meine Damen und Herren, geht es los. Das Mongolische Reich. Lasst uns Genghis Khan mal auf die Fresse geben. Эй, бүх дэлхийг эзлэн авч, олон армуудыг устгасан. Тэрч битгий хэл миний хүү өөрийн хаан тусаа үүлэн авсан. Тиймээс, одоо элдэн болгож, үлдсэн он жилүүдээ амар амгалан энх тайван өнгөрөх цаг болсон байх. Okay, das heißt wohl kein Friede. Haben wir gerade seinen Sohn ermordet? Ich glaube schon, oder? Das ist ziemlich mies. Ich glaube, der ist jetzt böse auf uns. Ich denke, wir nehmen den Feuerfelsen einfach, weil der mehr Damage macht. Dann gute alte Banken. Die Frösche haben uns ja beim letzten Mal dermaßen den Arsch gerettet. Die sind wieder am Start. Türme, gerne. Dann können wir noch Bullen gebrauchen. Ich glaube, Feuerwerksraketen wären ganz interessant. Ich hätte nämlich eine Idee, wie man die mit Fröschen kombinieren kann.
Und, keine Ahnung, eine Bleede. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich will das nicht verbessern. Ja, ich würde sagen, das ist unser Team. Los geht's. Also, wie immer zuerst hier die guten Goldminen. Wo sind sie? Dieses Mal, es gibt wieder 3 Goldminen. Das finde ich sehr schön. Das heißt, wir können unsere Bänkchen schön gut verteilen. Weil ich gerade glaube, dass die eine nicht so gut war. So, hier startet der. Gibt es irgendeinen Punkt, wo man die Frösche gut verteilen kann? Ja. Hier. Da eignet sich der Frosch wunderbar. Und dann hätte ich jetzt gern hier so das Feuerwerk als kleiner Support. Und weil wir... Och Mann, da können wir nichts hinpflanzen, oder was? Hier nochmal 2 Frösche hin. Gefolgt von Feuerwerk an der Seite. Also als kleine Blockade. Hinten dran gibt's dann nochmal... Ja, das bringt, glaube ich, tatsächlich nicht so viel. Ich habe eigentlich gehofft, dass es mehr bringen würde. Aber wir versuchen einfach mal, was wir können. Kann ich zwischen diese Torbögen was bauen? Torbögen was bauen? Nee. Aber ich kann... Na, das finde ich aber nicht so geil, tatsächlich. Aber wir müssen hier... Wir platzieren einfach so hier die Frösche hin. Oder können wir sogar 3 Frösche hin platzieren. Und wir haben kein Geld mehr. Ups. Da habe ich wohl zu viel ausgegeben. Ich will noch nicht losfahren. Ich will noch einen Bullen hinsetzen. Einen Bullen hier noch. Ja. Nee, oder dazwischen wäre doch geil, oder? Nee. Dazwischen? Wir bauen mal einen dazwischen. Der Gegner fährt. Wir müssen auch. Los. Bin gespannt, was Genghis Khan so alles aufgebaut hat. Große Kanone. Ein paar Kühe. Sehe ich. Kriegsmaschine. Die nehmen wir ihm mal weg. Nein. Genghis Khan hat uns einfach komplett gefoolt. Alles klar. Oh lol, der hat diesen Ball, der explodiert, wenn der zu oft da drüber fährt. Der macht aber auch insane Damage, ne? Aber dafür muss er erstmal ankommen. Der Frosch macht wieder ganze Arbeit. Finde ich wunderbar. Und er wird auch schon direkt weggehauen, ne? Da hat er gar kein... Da verstehe ich gar keinen Spaß mit den Fröschen, ne? Hallo. Ich will dich kaputt machen. Damit du mir nicht mehr... Oh, ein Elefant. Gibt's hier hinter eine Bank? Es gibt hier hinter eine Bank. Nice. Komm mal her. Oh, er hat diesen Drachen. Er hat dieses Drachen-Upgrade für die Bank. Schützt er die oder... Wie sieht das aus? Keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall der Drache platt. Wie diese KI aber auch einfach nicht mit den Fröschen klarkommt und die... Das ist insane, ne? Wenn ich da jetzt noch mehr... Oh, ich fahr falsch. Oh mein Gott, ich habe mich so auf den Gegner konzentriert. Ich habe mich gar nicht mehr auf das richtige Spiel konzentriert. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Jetzt machen wir Genghis Khan fertig. Er hat unseren Frosch getötet, der Wichser. Das werde ich ihm nicht verzeihen. Dafür kriegt er... Boah, ich darf nicht mehr runterfallen. Dafür kriegt er jetzt ordentlich auf die Fräse. Aber richtig hardcore. Hier hat er nämlich nicht mehr so viel gebaut. Nein. Okay. Gegnerischer Fels zerstört? Nee. Hä? Warum stand da gegnerischer Fels zerstört, wenn der uns Damage gemacht... Ach so, weil die Bombe explodiert. Oh, ich bin doch ein... Oh, heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Aber der hat... Insane Damage gemacht. Wir müssen das jetzt besser aufstellen dieses Mal. Hier nochmal ein paar Frösche zur Abwechslung. Dann will ich hier einen Bullen haben. Da einen Bullen haben. Da hat er leider die Frösche durchbrochen. Ich will hier neue Frösche haben. Mehr Feuerwerksraketen. Zack, zack. Da kommt noch Geld. Platzieren wir hier noch welche. Der rollt jetzt schon wieder. Das ist natürlich mies. Gehen wir zum Gegner. Und hauen dem doch mal noch den einen oder anderen Blitz rein. Trifft er? Nice, schönes Ding. Haben wir hier noch ein bisschen Feuerwerksraketen hin. In der Hoffnung, dass er damit weiterkommt. Einen Blitz will ich ihm noch reinhauen. Und zack. Komm, trifft er noch? Ja, nice, los geht's. Ich bin übrigens ziemlich der Überzeugung, hätte ich mich gerade eben nicht so gehen lassen. Dann hätten wir dem ganz schön aufs Maul gegeben. Aber egal, jetzt heißt es halt einfach... Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, ihn fertig zu machen. Das sollten wir hinbekommen. Das sollte nicht das größte Problem sein in diesem Spiel. Er wird ja jetzt schon gut aufkommen. Oh, er hat die Bombe nicht mehr. Das heißt, er macht nicht mehr so viel Damage. Das finde ich nice. Aber mit dem Ölfelsen kann er unsere Bausachen platzieren. Also, er kann dann Ölpfützen machen. Und da wir die Ölpfützen sind, können wir nichts mehr hinbauen. Alter, was hat denn da geschossen gerade? Ach so, die Kanone. Ich will hier weiter. Lasst mich hier durch. Oh nee, da sind Kühe. Hilfe, es sind Kühe. Kühe, meine Damen und Herren. Alter, die Elefanten, die haben aber ganz schön Aggressionsprobleme hier. Das muss ich jetzt echt mal sagen. An den Kühen vorbei.
schnuggel ich am Elefant vorbei und komm, jetzt gut Damage machen. 169 Damage. Vielleicht bin ich da etwas zu früh gesprungen. Wo ist der Gegner? Er ist noch nicht da. Gut. Nein, ich will den scheiß Blitz setzen. Komm schon. Blitz ihn. Nein, er ist durch. Er ist durch. Aber der macht nicht so viel Damage, oder? Ja, schönes Ding. So, jetzt müssen wir ihn hier einfach nur noch verhindern, dass er da durchkommt. Da darf nichts mehr an uns vorbeikommen. Das heißt, da nochmal ein Bullen hin. Die geballte Ladung Frösche. Warum ich da auch immer keinen hinpflanzen kann. Gibt es hier mehrere Frösche, durch die er durch muss. Finde ich gut. Na, Feuerwerk. Oh, wir haben kein Geld mehr. Einfach mal jedes Geld für Frösche ausgegeben. Na, ist schon hier, unsere Verteidigung hat er schon gut destroyed. Ich hoffe einfach mal, dass wir vor ihm fertig sind. Und dass wir ihm dann gehörig in den Arsch treten können. So, wir können los. Schnell. Unser Vorteil, den wir jetzt haben, ist Zeit. Den wir nicht mehr so stark haben. Wir dürfen uns einfach jetzt nicht so viel ablenken lassen. Und das, als ob die Feuerwerksrakete mich da in der Luft erwischt. Unluckier kann es ja gefühlt nicht mehr gehen, oder? Unluckier kann es nicht mehr werden. Der ist vor... Nein, jetzt ist er nicht mehr vor uns. Jetzt haben wir wieder Zeit rausholen können. Gut, dass wir da nicht... Oh, diese blöden Feuerwerksraketen, ne? Davon müssen wir auch... Wo ist... Die Kuh ist ja förmlich auf mich draufgesprungen. Was war das denn gerade? Das war aber eindeutig nicht legitim hier. Shiri, der hat wieder jemanden faul gemacht. Jetzt müssen... Komm, wir müssen genug Damage machen. Oh, mein Herz. Ich habe schon fast gedacht, wir machen nicht genug Damage. Tja, Genghis Khan, ne? Erst haben wir deinen Sohn genommen und jetzt nehmen wir dich. Tot. Schönes Ding. Tja, auch Genghis Khan für uns kein Problem. Den haben wir auch fertig gemacht. Die zweiten Sterne, wie gesagt, werden wir irgendwann mal holen, aber nicht jetzt. Wir können, ich sehe gerade, wir können das, das ist trojanisches Pferd, was kann das denn? Lass ein trojanisches Pferd auf die Strecke deines Gegners los und übernimm die Kontrolle über Teile seines Schlachtfeldes. Das hört sich cool an. Werden wir auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Was ist denn, warum ist das gerade wieder aufgeploppt? Kein Plan. Egal. Die Schweiz. Wir sind in der Schweiz. Nice. Und da gibt es auch direkt einen neuen Spielmodus. Schweiz-Lawine. Verteidige dein Burgtor gegen eine Lawine von Felsen. Ach, das ist das, was wir ganz am Anfang gespielt haben, ne? Was ist die Zwei-Sterne-Herausforderung? Gewinne 2 Sterne. Dein Burgtor ist am Ende der Herausforderung intakt. Okay. Alles klar. Spielen wir mal. Oh mein Gott, ist das Wilhelm Tell? Ist das der Sohn von Wilhelm Tell? Ich habe mich gerade ernsthaft gefragt, warum wir keinen Ball auswählen können. So, jetzt geht's drum, um zu zerstören. Wir brauchen zwischendurch Geld. Frösche halten gut auf. Ich will die Bliede Bilder. Ich kann schwören, dass das mal Bilder hieß. Keine Ahnung.
Hat der eine Bilde zerstört? Nee, irgendwie nicht. So. Aber ich muss sagen, die Bomben haben das schon mega gut kassiert eigentlich. Von meinem Blickwinkel her. Da geht der nächste drauf. Komm, ich will noch einen. Wir müssen noch so viel Stein. Komm, hau noch eine Bombe weg. Bomben sind die ganz schlimm. Wenn die Bomben weg sind, ist alles gut. Ah, da geht die nächste Bombe drauf. Wir kümmern uns mal hier noch um den Stein, dass der stirbt. Alter, der hat ja mal nur noch Zero-Leben. Also kaum noch. Und der ist down. Der stirbt so durch die. Was ist das denn für ein Brocken, Alter? Das ist ja ein richtiger Wummer hier. Schön Blitz hin, damit er auch gut auf die Fresse bekommt. Und der wird doch jetzt zerstört. Waren das alle? Für mich waren das alle, oder? Ja, das waren alle Gegner. Perfekt. Wieder eine neue Reihe von Fröschen hier hin. Das hat ziemlich gut funktioniert. Dann hätte ich wieder hier, dann hätte ich hier gern ein paar mehr Bleede. Also ich würde mal behaupten, wir können starten. Ich denke nicht, dass da noch großartig was passieren wird. Wir müssen die einfach nur hier... Oh, diesmal sind es ein paar mehr. Wir müssen die einfach nur ein bisschen schön mit den Blitzen K.O. hauen. Dann klappt das schon. Der Bulle macht mega gute Arbeit da. Erstmal sau viele festgesetzt. Und die Blieden da, die schießen auch perfekt rüber. Nicht mega gut. So, schön nochmal ein Blitz, Alter. Komm, wer kriegt als nächstes eine Fresse? Der Große. Wir müssen die Bomben loswerden. Die Bomben sind ein riesiges Problem. Ich hoffe, wir treffen jetzt die Bomben. Ah, die Bomben sind wirklich... Ah, eine Bombe down. Nächste Bombe down. Die Bomben müssen noch vom Blitz ein bisschen damit kassieren. Nice. Alter, die Bomben haben ja mal gerade richtig heftig kassiert. Guter Bulle, richtig schön festgesetzt. Ey, der haut einfach unseren Bullen um, was soll denn das? Hallo. Das war ein lebendiges Tier. Du Mörder. So, jetzt machen wir die Bombe down da, eine davon. Minimum. Eine. Ah, ich hab... Autsch, ich glaube, das hat den Bullen richtig wehgetan, aber sie können irgendwie trotzdem nicht vorbei. Gut. Letzte Bombe down, oder? Gibt's noch eine Bombe? Nee, aber es gibt hier noch einen Riesen, den hauen wir jetzt weg. Das soll auf jeden Fall... Nice, zerstört. Jetzt noch hier die... Oh, die Blieden machen das, oder? Feuerwerk, irgendwas. Nix, dann zerstören wir ihn halt. Und, haben wir jetzt gewonnen? Ich würde mal sagen, das Geräusch hat alles ausgesagt, ne? Gut, ich beende mal an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Damit könnt ihr auch nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss!